Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Stefan Becker-Sippel, kurz genannt Besi. Ich gehöre zum Hause Zeppelin Baumaschinen und bin da angestellt in der PET, in der Projekt- und Einsatztechnik, als Einsatztechniker und zertifizierter Caterpillar-Instruktor. Ich werde euch dann jetzt hier in unserem D5-Dozer das Cut Grade mit integrierter 3D-Steuerung vorstellen. Ich bin jetzt hier in unserer neu designten Kabine angekommen. Ich mache kurz Zündung an, damit meine Monitoren hochfahren können. Die Zeit nutze ich, um mir meine Arbeitskonsolen einzustellen. Das passt. Sicherheitsgurt. Ihr wisst, ist Vorschrift. So, wie jetzt hier schön zu sehen ist. Wir haben dann jetzt auch serienmäßig Kamera hinten drauf. Kamerabild kann ich auch auf den kompletten Bildschirm legen. Hier ein paar Infos für euch. Hier links bekomme ich angezeigt, dass ich jetzt gerade 2% bergauf stehe. Rechts bekomme ich angezeigt, dass ich 5% in der Querneigung habe. Dann habe ich hier die Anzeige für AdBlue-Füllstandanzeige und für Dieselkraftstoff. Dann habe ich hier meine drei Temperaturanzeigen, einmal für Wandler, einmal für Hydrauliköl und einmal für Motorkühlmittel. Unten rechts habe ich die Fahrgeschwindigkeit, hier, dass ich Parkbremse angelegt habe und hier mein Schaltmodus. Vorwärts, rückwärts, jeweils 1. Ändern wir gleich noch. Was auch feine Sache ist, ist oben meine Schildlastanzeige. Ist allerdings nur integriert, wenn ich meine Maschine mit 3D-Steuerung ausgerüstet habe. Alles, was hier in der Bergaufbewegung noch ist, in dem grünen Feld, sagt mir, dass ich unproduktiv arbeite, dass ich die Schildkapazität, sprich die Power meiner Maschine, nicht richtig nutze. Wenn dann dieser Balken hier bis hier oben ins volle Grüne gefahren ist, dann weiß ich, jetzt hole ich das Maximale aus meiner Maschine raus. Ich habe das Schild voll, die Maschine schiebt, was sie kann. Ja, das soll eigentlich so mein Ziel sein, da oben in diesem Bereich zu arbeiten. Moment, wollen wir kurz hier hochstreicheln, dass es weitergeht. So, jetzt haben wir das Cut Grade gestartet. Ja, dann will ich hier unten mal eben weitermachen, damit unser System endlich hochfahren kann. Also jetzt kriege ich hier gesagt, dass ich das Schild mal eben heben und senken soll. So, Systemstatus. Ich sehe jetzt gerade unsere GNSS-Empfänger links und rechts haben wir jetzt Empfang. Das heißt, ich kann jetzt loslegen. Ich gehe nochmal auf Start. So, Ladenentwurf ist abgeschlossen. Hier rechts haben wir eine oben Aufsicht auf unseren Entwurf. Ich stehe jetzt hier mitten in einem Straßenprofil. Hier links bekomme ich die Maschine von der Seite angezeigt, dass ich weiß, wo ich mich befinde. Und dann hier oben links sehen wir nochmal eine Frontalsicht vorne aufs Schild. Hier unten bekomme ich angezeigt, wie weit ich noch vom Erdplanum weg bin. So wie ich das Schild bediene, komme ich immer näher dran. So, ich bringe mich dann jetzt mal in Position. Angeschnallt bin ich. Ich bringe jetzt mal Motor auf Arbeitsdrehzahl. Ich löse die Parkbremse. So, ich bin in Position. Stehe jetzt fast auf der Achse von der Straße. Jetzt fahre ich vor. Habe jetzt hier meinen gelben Taster gedrückt im rechten Bedienhebel. Bedeutet, ich habe die Automatik gestartet und jetzt mache ich eigentlich nichts anderes, wie hier der Achse von meinem Baufeld zu folgen. So, jetzt haben wir hier das Material soweit weg, schalte die Automatik aus, hebe mein Schild, ich fahre zurück. Setze wieder an, schalte meine Automatik ein und schon geht's los. Also Leute, ist ein Traum. Also macht hier wirklich Planungsarbeiten in 0,x. So, ich konzentriere mich jetzt wirklich nur rein auf den Bildschirm. Hier oben kriege ich jetzt angezeigt, ich habe immer mehr Last vorm Schild. So, jetzt langsam wird es mir das zu viel. Jetzt Automatik aus, zurück und neu ansetzen. Ja, Jungs, ich hoffe, ich konnte euch kurz einen Eindruck vermitteln, wie das ist, wenn wir mit unserem Cut Grade mit integrierter 3D-Steuerung arbeiten. Mir hat Spaß gemacht. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, Grüße von Besi. Ciao.